sind jetzt hier angekommen auf dem Parkplatz Pyrmonter Felsensteig. Hier wollen wir ja morgen wandern, so 12 Kilometer. Und ja, wir haben jetzt Freitag so 20 Uhr. Ist natürlich schon stockdunkel. Und hier werden wir jetzt die Nacht verbringen, die hoffentlich ruhige Nacht. Wir haben jetzt 7 Uhr morgens, schon von den Vögeln aufgewacht worden, von dem Gezwitscher. Das war heute Morgen ganz extrem gewesen, ich weiß noch, ob ihr das so hier auf dem Video mitbekommt. Oh, wunderschön, wenn man so aufgeweckt wird. Und da im Hintergrund sieht man auch schon die Burg Pyrmont. Da gehen wir gleich mal hinter, führt der Wanderweg auch dran vorbei. Wir sind gestern Abend hier an der Pyrmonter Burg angekommen, hier auf dem Parkplatz haben wir hier übernachtet, es war wirklich eine ruhige Nacht. Hm. Einziges Manko war, dass wir überhaupt kein Internet hatten hier. Ja, das war richtig. Tote Hose, das mag ich zum Abgewöhnen. Ja, war richtig blöd. Na gut. Ja, egal. Die Burg liegt hier genau zwischen Mayen und der Mosel, an der Mosel, an dem Moselort Moselkern, Müden und Preiskaden. Ungefähr 30 Kilometer vor Koblenz, hat man ungefähr eine Vorstellung, wo wir hier stehen. Hm. Und heute machen wir ja die Wanderung. Wir stehen genau zwischen der Pyrmonter Mühle und der Burg. Also oben ist die Burg. Die Burg ist hier im Hintergrund und vor uns ist die Mühle. Und heute machen wir die Wanderung, wie gestern schon gesagt, die ist 12 Kilometer lang. Die heißt genau Traumfahrt. Ja. Pyrmonter Felsenfahrt. Traumwetter haben wir bestellt. Wetter optimal, heute ist ganz so gemeldet worden. Nee. Und ja, den Tag werden wir dann hier verbringen und morgen haben wir vor, die Burg Els, die ist auch ganz hier in der Nähe, noch zu besuchen. Da machen wir auch eine kleine Wanderung noch. Moin, wäre ja dann der Sonntag. Hm. Auch mit Sonne hoffentlich. Ja, jetzt hoffe ich, dass wir ein paar schöne Bilder einfangen können. Genau. Von der Wanderung hier. Wir sind jetzt hier an der Burg Pyrmont angekommen. Nach 12 Kilometern haben wir jetzt hinter uns.
Bis zum Auto sind es noch 2. Ja, da geht es aber nur noch bergab. Da geht es noch bergab, hoffe ich mal. Ja, vom Weg her, die ersten 6 Kilometer, die waren ein bisschen eintönig, ne? Ja, über Wiesen, Felder, aber bei so tollem Sonnenschein. Also jo. Mit kurzen Armen bin ich hier rummarschiert. Richtig schön warm. Ja, die nächsten 6, die waren dafür umso schöner, ne? Da ging alles an dem Bach, an der Elz entlang. Aber immer wieder hoch, runter. Aber dafür schöne kleine Fahrt auch, schön, ne? Ja. Hat uns echt gut gefallen. Ja, die Burg, die ist geschlossen noch bis zum 1. April, kann man also jetzt nicht rein. Mhm. Von außen sieht man auch nicht viel. Na ja, gut, kann man nichts dran ändern. Ja. Was haben wir jetzt noch vor? Ja, jetzt heute? Runter zum Camp und dann mal gucken, wo man nachher was zu essen kriegen. Wir wollen noch was essen heute Abend, auf jeden Fall. Und wir fahren noch zu dem Stellplatz. Weil morgen wollen wir uns ja die Burg Elz anschauen. Da gibt es einen Wohnmobilstellplatz ganz in der Nähe da. Da fahren wir auch hin, da übernachten wir. Mhm. Und ja, morgen, wie gesagt, machen wir den Rundweg um die Burg Elz. Wir sind jetzt wieder zurück am Camper, nach 14,5 Kilometern, war doch ein bisschen länger als gedacht. Wir sind auch an der Mühle jetzt vorbeigelaufen und haben geguckt, die hat tatsächlich geöffnet und da gehen wir auch gleich jetzt was Leckeres essen. Jetzt mal ein Härtetest für die neuen Ansteckmikrofone, ob man mich auch hört, trotzdem Wasserfall. Hier auf der linken Seite ist die Mühle, da gehen wir jetzt hin, eine Kleinigkeit essen. Ja, sieht schon urig aus, die Mühle hier. Und ich fand, wie die drin aussieht. Ja, jetzt geht's weiter Richtung Burg Elz. Wir sind jetzt hier angekommen auf dem Stellplatz bei der Burg Elz. 18 Uhr haben wir jetzt, ganz schön windig und kalt hier oben. Ich denke, wir verziehen uns auch gleich hier ins Wohnmobil. Wir sind jetzt hier unterwegs zur Burg Elz. Ich meine, es ist doch nur die kleine Runde, das sind so 5 Kilometer, so ein Rundweg rund um die Burg. Der Traumpfad, wo wir ursprünglich machen wollten, der fängt bei der Burg Elz an, ist etwas über 13 Kilometer lang. Das wäre jetzt zu lang für uns gewesen heute, weil ich habe Probleme mit meinem Knie gestern gehabt. Und ich denke mal, das hätte ich nicht geschafft heute. Naja, deswegen, so wie du gestern rumgeeiert bist. Ja, deswegen die Planänderung. Dafür haben wir uns noch ein zweites Ziel vom Rückweg ausgesucht. Und zwar, da fahren wir ans Ulmer Maar. Und da habe ich in der Zeitung gelesen, da gibt es einen Tunnel, in den man reingehen kann. So 150 Meter lang, der soll ganz bekannt sein. Eine Höhle eher, oder? So ein Stollen, glaube ich, heißt es. Oder so. Heißt es richtig. Und wir schauen mal so viele Fahren mal an im Rückweg. Noch nicht so weit von hier. 30 Minuten Fahrzeit. Und das ist mal in Ulmen. Erster Blick hier auf die Burg Elz, passt nur von den Lichtverhältnissen her überhaupt nicht, aber sieht schon toll aus. Hat so ein bisschen was von Klein-Neuschwanstein, finde ich.
viel, viel verstärkt aus. Im Hintergrund sieht man jetzt die Burg Eltz. Ganz imposantes Bauwerk, die ist richtig, richtig toll. Jo, da kommt man jetzt nicht rein, ist auch geschlossen, das heißt, wir gehen jetzt gleich wieder zurück. Nur 2 Kilometer und von da aus, ja, fahren wir nach Richtung Ulmen. Und weiter geht es bis zum nächsten Stopp nach Ulmen. Der Burg Eltz, richtig schönes Gebäude. Muss man einfach mal gesehen haben, denke ich. Wir sind jetzt hier in Ulmen angekommen, auch schon am Mar, und genau da wollen wir jetzt hin zum Marstelle. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Wir sind jetzt hier am Eingang von dem Tunnel. Schön, kalt und eng hier. Wir sind hier immer noch im Stollen. Breite hier zwischen den Wänden 70 cm. Das ist wirklich richtig eng. Oh, ich dachte mal schon zum Ausgang jetzt. Jetzt hier durch den Tunnel und an dem zweiten Mar angekommen, dem Jungfernmeier. Da gehen wir jetzt eine Runde, das sollen 3 Kilometer sein. Da schauen wir mal weiter, was wir heute noch zu treiben. Wir haben jetzt hier eine Wellenbank gefunden, Mann. Erstmal ein kleines Päuschen, dann geht es wieder weiter, müssen wir gleich wieder zurück an den Stollen, dann müssen wir wieder durchgehen zu einem anderen Mal. Ich denke, das ist noch wesentlich kleiner als das hier, wenn wir auch noch einmal umrunden, ist noch früher am Tag. Und dann, ja, kann man. Jetzt geht es wieder zurück durch den Stollen Richtung Ulmer Mar. Ja, selbst das schönste Video geht mal zu Wochenende, wollte ich sagen, geht mal zu Ende. Und wir sitzen jetzt hier noch am Ulmer Mar, lassen den Tag erstmal ausklingen, ne? Und fahren dann nach Hause, haben wir nicht weit, 30, 35 Minuten, mehr ist es nicht heute. Jo, und weitere Aussichten, und heute den 3.3. In 2 Wochen haben wir Urlaub, da geht es wieder ein bisschen weiter weg. Geplant ist wieder Frankreich, diesmal an die Normandie. Und von da aus melden wir uns auf jeden Fall nochmal. Auf jeden Fall. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und natürlich ein Abo da. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann lasst trotzdem ein Abo da, kostet ja nichts. Ne? Bis demnächst. Ciao.